seien A mit Koordinate 0, 2, 4, B mit Koordinate 2, 0, minus 2 und C mit Koordinate 1, minus 1, 3 in einem orthonormierten Bezugssystem des Raumes. Klein a, bestimme die Gleichung der mittelsenkrechten Ebene von der Strecke AB. Klein b, bestimme die Koordinate der orthogonalen Projektion von C auf die Gerade AB. Klein c, bestimme den Kosinus des Winkels ABC. Klein d, bestimme den Flächeninhalt des Dreiecks ABC. In klein a werden die zwei Punkte A und B anhand ihrer Koordinaten angegeben. Wir suchen die kartesische Gleichung dieser mittelsenkrechten Ebene μ der Strecke AB und diese mittelsenkrechte Ebene der Strecke AB, das ist die Ebene, die den Mittelpunkt dieser Strecke AB enthält und zu der diese Strecke AB senkrecht ist. Da wir die Koordinate von A und von B kennen, erhalten wir die des Mittelpunktes dieser Strecke AB durch die Addition dieser zwei Koordinaten geteilt durch 2. Somit hat der Punkt M also als Koordinate 0 plus 2 geteilt durch 2, 2 plus 0 geteilt durch 2, 4 plus minus 2 geteilt durch 2. Die Koordinate von diesem Mittelpunkt M ist also 1, 1, 1. Der Vektor AB ist normal zu dieser Ebene μ und dieser Vektor AB hat als Koordinate die von B minus die von A. Also 2 minus 0, das macht 2, 0 minus 2 macht minus 2 und minus 2 minus 4 macht minus 6. Die Hälfte von diesem Vektor ist aber auch normal zu dieser Ebene μ. Ich habe hier die Hälfte genommen, weil diese Koordinate etwas einfacher ist als diese. Da dieser Vektor v mit dieser Koordinate normal zur Ebene μ ist, wissen wir, dass die kartesische Gleichung von μ so erstellt werden kann. Es ist 1 mal x minus 1 mal y minus 3 mal z plus eine Zahl d gleich 0. Jetzt müssen wir nur noch diese Zahl d bestimmen. Der Punkt m gehört zu dieser Ebene μ, also muss seine Koordinate die kartesische Gleichung von μ erfüllen. Und so finden wir, dass 1 minus 1 minus 3 mal 1 plus d 0 sein muss. Und demzufolge ist die Zahl d gleich 3. Also können wir hier d durch 3 ersetzen und erhalten so die gefragte kartesische Gleichung der Ebene μ. Es ist die Gleichung x minus y minus 3z plus 3 gleich 0. In klein b sind die drei Punkte a, b und c anhand ihrer Koordinaten angegeben. Was wir suchen, ist die Koordinate MNP von dem Punkt C', das heißt von der orthogonalen Projektion von C auf diese Gerade AB. Zuerst drücken wir aus, dass die Vektoren CC' und AB orthogonal zueinander sind, weil hier ein rechter Winkel ist. Das bedeutet also, dass das Skalarprodukt von CC' und AB gleich 0 sein muss. Die Koordinate von CC', das ist die von C' minus die von C, also m minus 1, n plus 1, p minus 3. Und die Koordinate des Vektors AB, das ist die von B minus die von A. Daher also diese zwei Koordinaten. Da das Bezugssystem orthonormiert ist, berechnen wir dieses Skalarprodukt durch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. Und so erhalten wir diese Gleichung mit M, N und P als Unbekannte. Die wird noch ein bisschen vereinfacht.
Und jetzt drücken wir aus, dass dieser Punkt C' auf dieser Geraden AB liegt. Das bedeutet also, dass die Koordinate von C' zwei kartesische Gleichungen der Geraden AB erfüllen muss. Deshalb suchen wir jetzt zwei kartesische Gleichungen dieser Geraden AB. Wir schreiben x minus auf gleich y minus auf gleich z minus auf. Hinter den drei Minuszeichen schreibt man die Koordinate von einem Punkt dieser Geraden. Ich habe A gewählt. Koordinate ist 0, 2, 4. 0, 2, 4. Und die Nenner sind gebildet durch die Koordinate eines Richtungsvektors dieser Geraden AB. Ich habe die Hälfte von AB genommen. Die Hälfte von dieser Koordinate ist effektiv 1, minus 1, minus 3. Die Gleichheit vom ersten und zweiten Bruch führt sofort zu dieser kartesischen Gleichung der Geraden AB und die Gleichheit vom ersten und vom dritten Bruch führt zu dieser kartesischen Gleichung von der Geraden AB. Da der Punkt C' auf der Geraden AB liegt, muss seine Koordinate MNP diese zwei kartesischen Gleichungen von AB erfüllen. Demzufolge gilt, m plus n minus 2 muss 0 sein und 3m plus p minus 4 ebenfalls. Aus dieser ersten Gleichung finden wir, dass n 2 minus m sein muss und aus der zweiten Gleichung finden wir, dass p 4 minus 3m sein muss. Indem wir in dieser Gleichung n durch 2 minus m ersetzen und p durch 4 minus 3m ersetzen, erhalten wir diese Gleichung, die als einzige Unbekannte die Zahl m enthält. Daraus schließen wir also, dass m 7 Elftel sein muss. Und wenn m 7 Elftel ist, dann muss n 2 minus 7 Elftel sein, das heißt 15 Elftel, und p muss 4 minus 3 mal 7 Elftel sein, also 23 Elftel. Und demzufolge ist die Koordinate von diesem Punkt C' 7 Elftel, 15 Elftel, 23 Elftel. In klein c werden die Punkte A, B und C angegeben anhand ihrer Koordinaten. Gefragt wird der Cosinus von diesem Winkel A, B, C. Der Cosinus von diesem Winkel A, B, C kann berechnet werden durch das Skalarprodukt der zwei Vektoren B, A und B, C geteilt durch das Produkt ihrer Normen. Um diesen Bruch zu berechnen, brauchen wir die Koordinate des Vektors BA und die Koordinate des Vektors BC. Die Koordinate des Vektors BA erhalten wir durch Koordinate von A minus Koordinate von B und die Koordinate von BC erhalten wir durch Koordinate von C minus Koordinate von B. Da das Bezugssystem orthonormiert ist, können wir dieses Skalarprodukt berechnen durch Abszisse mal Abszisse plus Ordinate mal Ordinate plus Lot mal Lot. Also durch 2 minus 2 plus 30. So. Und da das Bezugssystem orthonormiert ist, können wir die Norm eines Vektors berechnen durch Quadratwurzel von Abszisse im Quadrat plus Ordinate im Quadrat plus Lot im Quadrat. Die Norm des Vektors BA ist also die Quadratwurzel von 4 plus 4 plus 36. Und die Norm des Vektors BC, das ist die Quadratwurzel von 1 plus 1 plus 25. Diese Rechnung führt dann schnell zu diesem Bruch. 30 geteilt durch 6 macht 5. Als Nenner bleibt noch die Quadratwurzel von 33. Und wenn wir dann Nenner und Zähler mit dieser Quadratwurzel von 33 multiplizieren,
So erhalten wir als Cosinus des Winkels ABC 5 mal Quadratwurzel von 33 geteilt durch 33. In klein d werden die Punkte A, B und C anhand ihrer Koordinaten angegeben. Gefragt wird der Flächeninhalt vom Dreieck ABC. Der Flächeninhalt von diesem Dreieck ABC, das ist die Hälfte vom Flächeninhalt von diesem Parallelogramm. Und der Flächeninhalt von diesem Parallelogramm kann berechnet werden durch die Norm von Vektor BA vektoriell Vektor BC. Die Koordinate vom Vektor BA, das ist die von A minus die von B, und die Koordinate vom Vektor BC, das ist die von C minus die von B. Also so. Die Abszisse von diesem Vektorprodukt wird berechnet durch 2 mal 5 minus minus 1 mal 6. Die Abszisse von dem Vektorprodukt ist also 10 plus 6, das heißt 16. Die Ordinate dieses Vektorprodukts wird berechnet durch 6 mal minus 1 minus 5 mal minus 2, also minus 6 plus 10, das macht 4. Und das Lot von diesem Vektorprodukt, das ist minus 2 mal minus 1 minus minus 1 mal 2, also 2 plus 2, das macht auch 4. Daher diese Koordinate. Da das Bezugssystem orthonormiert ist, können wir die Norm dieses Vektors berechnen durch Quadratwurzel von Abszisse im Quadrat plus Ordinate im Quadrat plus Lot im Quadrat. Also so. Hier können wir eine 16 ausklammern und diese 16 kann dann aus der Quadratwurzel raus, wo sie zur 4 wird. Als Radikant bleibt dann noch 18. Die Quadratwurzel aus 18, das ist 3 mal Quadratwurzel von 2. So finden wir also, dass die Norm dieses Vektors gleich 12 mal Quadratwurzel von 2 ist. Der Flächeninhalt von dem Dreieck, das ist die Hälfte von dieser Norm, also der Flächeninhalt vom Dreieck ABC, das ist die Hälfte von 12 Wurzel 2, das heißt 6 Wurzel 2.